Was kam? Jawohl, Gumtree Pro. Das Ganze ist brushless. Sie werben mit 75 km/h. Ich bin davon überzeugt, so schnell fährt er nicht. Allradantrieb. Dreh es mal auf die Seite. Andere Seite. Also, brushless Motor, wie schon gesagt, hat alles kugelgelagert. Die Antriebswellen sind aus Metall und das Differential ist auch aus Metall. Pack's aus! Das Auto, gucken wir uns gleich noch genauer an. Was ist noch alles dabei? Wir haben hier Anleitung, Ladegerät, kleiner Schraubendreher, Ersatzkaroclips, solche Begrenzer für die Stoßdämpfer und noch ein Schraubendreher für die Reifen. Und noch Stickers, okay. Die Funke. Bernsicherung. Ja, da kann man nochmal einen Gang schalten, laut Bedienungsanleitung. So, hier kann man noch Steering Trim einstellen und wie schnell es lenken soll. Und an der Seite, wie schon der Leo gesagt hat, kannst du noch Gänge einstellen oder Eingang. Das müssen wir mal noch ausprobieren. Sollen wir die Karo wegmachen? Ja. Fängt schon mal an. Sind auch schön gebogen, die Karo-Clips. Man kann sich dann nicht so richtig greifen. Mir gefällt so ein bisschen gebogen. So, langsam abziehen, weil das hat Licht. Sehr, sehr kurze Kabel. Wie ihr seht, der grüne Brushless-Motor. Hier ist ESC. Da ist Empfänger mit drin. Und als kein Lipo, ich glaube, das ist ein Lithium-Ionen-Akku, das hole ich gleich noch raus. Ich sehe hier schon, Stoßdämpfer sind nicht ölgefüllt, sondern ja, irgendwie ein bisschen was Derbes, Wabbeliges. Und gucken wir mal schön die Batterie genauer an. Ja, es ist eine Lithium-Ionen-Batterie, wieder mit dem DIN-Stecker. Und ich hätte gesagt, wir schließen sie mal an. Dann können wir von draußen sehen, wie schön das Auto leuchtet. Also es hat echt krasse Lichter. Hier vorne auch rot. Ja. Und hier oben sind wirklich super hell die LEDs. Und was uns jetzt, glaube ich, noch fehlt, ist ein Drop-Test. Von der Karo fehlt auch. Oh. Okay, kannst du aufhören. Boah. Oh. Oh. Wir sind jetzt nicht so lange gefahren. Okay. Und hier hinten gebrochen. Gar nicht mal so gut jetzt. Mhm. Okay, ich glaube, fürs Erste ist der Test beendet. So, nachdem diese Karo und das ganze Auto mit Rädern nicht so lange überlebt hat, haben wir das ein bisschen umgebaut. Also im Endeffekt
Alles original, wir haben nur eine andere Karosserie draufgebaut und einen Heckspoiler, einfach, dass er nicht so doof aussieht. Und ich hätte gesagt, jetzt testen wir, ob er jetzt besser hält und was er für Sprünge aushält. Ja, Leute, aber wir müssen noch Kauklammer drauf machen. Wie ihr seht, für heute hat es sich ausgesprungen, ausgespielt. Wir haben daheim Ersatzteile, müssen wir es da reparieren. Für heute war es das mit dem Video. Das Ding ist schon super schnell. Also Offroad hat 46 km/h gemacht. Ich weiß aber, dass es auf der Straße noch viel schneller ist. Trotzdem, auch wenn es jetzt eigentlich kaputt gegangen ist, ich würde es als Empfehlung aussprechen, weil das Ding einfach trotzdem mega Laune macht. Oder? Ja. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr. In diesem Sinne. Partner dicken. Yeah.